Technik ist eine Sache für Naturwissenschaftler, denkt man. An der Uni Freiburg bauen Studierende, die noch nie mit der Materie zu tun hatten, Roboter. Möglich macht das der Philosoph und Techniker Reto Schölli im Studiengang Liberal Arts and Science. Ein großes Problem, das ich heute sehe in den Geisteswissenschaften, ist, dass jene, die Technikkritik betreiben, bedauerlicherweise keine Ahnung von Technik haben. Und dem will ich entgegenwirken. Ein Kunstkritiker muss was von Kunst verstehen, ein Theaterkritiker was von Theater und natürlich muss ein Schiedsrichter beim Fußball Ahnung vom Fußball haben. Aus meiner Sicht müssen natürlich auch Technikkritiker Ahnung von Technik haben. Und deswegen machen wir mit Studierenden geisteswissenschaftlicher Fächer hier sowohl eine philosophische Diskussion basierend auf Positionen bedeutender Philosophen und gleichzeitig aber auch bauen wir gemeinsam Robotertechnik auf. Wichtig ist, dass die Studierenden die kompletten Roboter selbstständig entwickeln. So sollen sie ein Gespür für den Zusammenhang von Funktionalität und Design bekommen. Die Studierenden können als Abschlussprojekte eigene Roboter designen und aufbauen. Sie planen und gestalten die Teile der Roboter. Sie gestalten die elektronischen Schaltkreise und sie schreiben auch den Programmcode. Bereits mit Bauteilen für weniger als 50 Euro kann man komplexe Aufgabenstellungen angehen. Einer der geplanten Roboter soll die Fähigkeit bekommen, in großen Gebäuden Botengänge zu übernehmen. Der funktioniert so, dass jemand gibt da einen Brief rein, dann geht eine Klappe zu, dann orientiert er sich am Boden an einer farblichen Linie, die er über einen Sensor erkennen kann. Und dann fährt er zum Zielort und dort wird das entriegelt von der Person über einen Code und eine Gesichtserkennung, muss man noch schauen. Und dann kann die Person den Brief rausnehmen und dann funktioniert das alles automatisch. An einem anderen Arbeitsplatz entsteht eine alternative Gehhilfe für Blinde. Wir bauen einen berührungslosen Blindenstock, mit dem man Ultraschallsensoren nutzt, um blinden Menschen ermöglichen, sich eine Orientierung ohne Stock zu orientieren. Also es hat einen Vibrationsmotor und je näher wir einem Objekt kommen, gemessen vom Ultraschallsensor, desto stärker vibriert dieser Motor. Die Technik sieht beim Prototyp noch umständlich aus. Trotzdem funktioniert alles wie geplant. Der Ultraschallsensor nimmt Hindernisse wahr und sendet die Meldung an den Motor, der zu vibrieren beginnt. Solcherlei praktische Arbeit trägt bei den Studierenden dazu bei, die Sicht auf Roboter zu überdenken. Nachdem ich mal selbst versucht habe, einen zu bauen, ist mir irgendwie bewusst geworden, wie dumm Roboter sind. Die machen wirklich nur, was du ihnen sagst. Und wenn du ein Komma irgendwo vergisst, dann macht er gleich gar nichts mehr. Von dem her ist meine Einstellung dazu schon eher entspannter geworden. Die Begegnung mit der Robotik hilft den Studierenden, in den neuen technischen Möglichkeiten sehr viel mehr Chancen zu entdecken als Risiken. Am Anfang sieht man es eher noch als etwas Kritisches, als eine schwelende Bedrohung. Wenn man aber selbst mal einen Roboter gebaut hat, dann weiß man viel eher, dass da keine Magie dahinter steckt, sondern dass Technik von Menschen gemacht wird und dass Technik auch, und so soll es sein, für Menschen gemacht wird. Den Kurs wird es bald in einer Neuauflage wiedergeben. Und wegen der großen Bedeutung des Themas auch für Studierende über die der Liberal Arts and Science hinaus.